Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal im Dwemer Museum stehen geblieben und wollen jetzt einfach mal nicht lange erzählen, sondern einfach direkt weitermachen und los geht's. Genau, wir sind vor dieser Tür stehen geblieben und gehen hier durch. Wir müssen im Moment gegen ganz viele Zauberwächter kämpfen. Müssen wir das auch hier? Ist da Oh. jemand? Der Zauberwächter hat mich leicht gesehen. Ja. Hat mich nicht gesehen. Ich bin versteckt. Sehr gut. Das heißt, der da unten hat mich auch nicht gesehen. Noch ein Zauberwächter. Und der ist direkt tot. Ist da Sehr jemand? gut. Wer ist denn noch da unten? Haha, auch dich habe ich direkt erledigt. Okay. Jetzt kommt ein Magier. Und du bist auch direkt tot. Sehr schön. Sehr schön. Ist ja alle da so schön. Schlüssel zu Quanzel. Nehmen wir mit. Den haben wir nämlich noch nicht. Okay, warum ist da liegt da ein Haufen? Ich weiß es nicht. Ventil. Ach so, das gedreht hätte. Wer da hingeschlichen, hätte ich die damit alle töten können. Das muss ich jetzt aber, glaube ich, wieder zumachen, das Ventil. Damit ich da wieder durch kann. Ja. Ja, verschwindet. Tschüss. Ja, das hätte ich mir leichter machen können. Naja, sei es drum. Sei es drum. Und hier noch was Schönes, was ich mitnehmen kann. Eine Truhe. Makelloser Granatstein. Und dieses Amulett. Uch, was da ist. Kleidung, das können wir direkt umlegen. Amulett von Arkhal, das steigert nämlich unsere Gesundheit um 10 Punkte. Und ich sag mal so, warum nicht? So, hier ist ein wertvolleres Buch daneben. Da, Verzauberung verbessert auf 16. Sehr schön. Na genau, und von hier aus konnte ich sie sehen oder beziehungsweise hören von dort unten. Wo ich in der letzten Folge gesagt hatte, da oben müssen die Gegner sein. Und dem war auch so. Was haben wir hier? Dema Rätselwürfel. Ach, den müssen wir zu Delvin bringen. Das ist schön. Das ist wunderschön. So. Jetzt könnte ich hier durchgehen. Machen wir mal die Tür auf, aber wir müssen hier weiter. Balkon des Zauberturms. Okay. Hab ich jetzt eigentlich noch Kopfgeld? Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Statistik? Kampf vielleicht? Ah, Verbrechen. Bin mir ziemlich sicher, dass das bei Verbrechen ist. Kopfgeld in Reach. 2000 gesamtes. Och du meine Güte. Oh nein. Ich habe ein Kopfgeld hier. Alles klar. Das ist doch zu blöd. Naja, ist halt so, ne? Kannst du nicht ändern, obwohl ich alle da unten getötet hatte. Und eigentlich gar kein Kopfgeld haben dürfte. So. Was gibt es hier? Kann ich drüber springen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh. Anspringen sollte man auch. Na gut, wie dem auch sei. Ist egal. Lasse ich draußen. Wer weiß, was hier noch ist. So. Was haben wir hier denn Feines? Eine Kommode. Brauche ich nicht.
Aber die Seelensteine nehme ich mit. Und ein Buch. Schwere Rüstung verbessert auf 18. Ja, schwere Rüstung ist jetzt im Moment noch nicht so wirklich unser Ding. Vielleicht später mal. Wer weiß. Oh, der sieht aber stark aus, wenn der lebendig wäre. Ist er zum Glück nicht. So. Gucken wir mal, ob wir die Expertentruhe aufbekommen. Oh, das war nix. Okay. Bisschen weiter drunter. Nein. Bisschen weiter höher. Es war ungefähr hier. Also müssen wir nach... So. Noch ein Stückchen höher? Nein, das war zu viel. So. Ja, sehr schön. Tist und Gold, ja, gelohnt hat sich das nicht, außer für die Erfahrungspunkte. Aber das ist ja oftmals so. So. Hier müssen wir was machen. Kalzheim muss Stein. Die fehlen die nötigen Gegenstände, um eine Kopie der Inschrift anzufertigen. Kopiere die Inschriften auf Kalzelmus Stein. Ich würde sie ja gerne fotografieren, aber da gab es noch kein Fotoapparat. Aber wir sind ja nicht blöd, ne? Nehmen wir doch einfach eine Papierrolle. Und Holzkohle. Und schon können wir eine Abschrift erstellen. Da ist nichts Tolles drin. Ganz einfach. So. Haha, sind wir gut. Oh. Du hast mich, ja? Hast du mich? Der ist aber stark. Und tschüss. Okay. Dem warten wir jetzt kurz, dass er da hinten rauskommt. Wo kommst du denn her? Ist ja auch runtergesprungen, die Sau. Schnell wegrennen ein Stückchen. Tschüss, Hauptmann Aquilius. Ist nichts weiter dabei. Aber wir müssen sowieso hier runter. So. Hier müssten drei Stück liegen, eigentlich. Und der dritte, den ich hier hinten gekriegt habe. Eins, zwei, der dritte. Ach, da. Ja, genau. Hat sich hier ein bisschen verkrümelt. Oh, da hat er sogar Stahlpfeile. Auch nicht verkehrt. Da hatte gar keine Pfeile. Naja, wie dem auch sei, weiter geht's. Und das sollen wir jetzt zu Endtier zurückbringen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich von hier aus schnell reisen kann. Auf Karte anzeigen. Kehre zu Endtier zurück. Geht das? Sag bitte, dass es geht. Ich kann nicht schnell reisen von diesem Ort. Mist! Obwohl, wenn ich eigentlich hier drüber kommen könnte... drüber springen würde. Oh oh. Das war nicht so geplant. Ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. Oh, Gold. Oh,
Aber von hier aus müsste ich doch schnell reisen können. Oder? Da brauche ich ja gar nicht zurücklatschen. Haha! Sehr gut. Ich dachte schon, ich würde beim Runterspringen sterben. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Naja. Aber es funktioniert gut, dass da unten Wasser war. Frostiges Feuer. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Wo ist er denn? Unten? Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Frostiges Feuer, Keller. Zutritt ist nicht verboten. Ah, Kalia und Entier. Gab es sonst noch was? Damit sollten wir Gallus Tagebuch dann übersetzen können, oder? Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Na, dann mal los. Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang zwei an Mercer Freys Loyalität gegenüber. Ah, wir hören immer so ein bisschen von hier aus zu. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Sonst noch etwas, Entier? Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Es tut mir leid, Entier. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entier. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Sprich mit Entier. Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia respektiert und sie hat etwas Besseres verdient. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. Seid bedankt, Entier. Wenn ihr je an der Akademie zugelassen werdet und Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden, dann kommt mich besuchen. Alles klar. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Alles klar. Sprich mit Kalia. Können wir diese Abschrift wieder mitnehmen? Findet ihr mich in der Akademie? Leider nicht. Wir müssen nach Rifton eilen, bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. Gallus Tagebuch wird das Dämmergrab erwähnt. Ihr seid schon so weit gekommen. Da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Weshalb gerade diese Art des Schutzes? Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Diebe und Tempel, das passt einfach nicht zusammen. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine. Ich würde es besser verstehen, wenn alles weniger geheimnisvoll wäre. Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Na schön, machen wir es vorerst auf eure Art. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber
Ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Ich werde sie gut einsetzen. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht. Klinge der Nachtigall hinzugefügt. Bringt mir was ab. Okay, Objekte, was ist das? Absorbiert 5 Gesundheitspunkte und Ausdauerpunkte pro Sekunde vom Ziel. Nicht schlecht, brauchen wir aber nicht. Ja, ja, sabbel mich nicht voll. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es nicht sicher ist. So. Wo muss ich hin? Da unten, also in die Diebesgilde. Das passt ganz. Nee, nicht in die Diebesgilde nach Rifton. Aber ich muss auch in die Diebesgilde, denn ich muss Delvin noch was geben. Dann kriege ich wieder ein bisschen Gold. Das ist nicht verkehrt. So, ist auf jeden Fall da hinten, wo ich hin muss. Gehen wir aber erstmal kurz einen Abstecher machen in die Diebesgilde. Oh. Komm gar nicht rein. Okay. Deswegen wahrscheinlich war der Punkt nicht dort. Wo ist er denn? Wo muss ich denn hin? Ach, wieder nach unten. Ach so. Na komm, spring da drüber. Zack. Muss ich jetzt echt wieder den Rattenweg entlang gehen? Tut das wirklich Not? Ah, hier liegen immer noch die Leute, die ich damals getötet habe. Der Rattenweg ist jetzt nicht so aufwendig, wenn hier kein Gegner mehr ist. So. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube, einige argwöhnen bereits, wer ich bin. Seid ihr bereit, der Gilde entgegenzutreten? Ich bin bereit. Gehen wir. Haltet die Augen offen. Ich bin nicht sicher, was uns erwartet, wenn wir die Zisterne betreten. Ja, bewaffnen wir uns. Nee, sie ist auch nicht bewaffnet, also brauchen wir das auch nicht. Na, Heuler. Lässt uns einfach durch. So, da hinten hin müssen wir Kalia folgen. Alles klar. Wollen wir das doch einfach mal machen. Kann das auch ein bisschen schneller gehen? So. Die zersplitterte Flasche Zisterne. Oh, bewaffnet. Ihr solltet einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein. Bitte senkt die Waffen, damit wir reden können. Na gut. Ich habe den Beweis, dass ihr alle hintergangen worden seid. Keine Tricks, Kalia, oder ich töte euch auf der Stelle. Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Gallos Tagebuch. Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden. Mal sehen. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Ich kenne Mercer schon so lang. Es ist wahr, Brynjolf. Jedes Wort. Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen. Direkt unter eurer Nase. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Delvin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen. Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Bryn. Bryn? Oh, das ist ein Schützname, Brynjolf. Bryn? Da steht, dass Mercer uns seit Jahren bestiehlt. Gallus kam ihm auf die Schliche, bevor man ihn ermordet hat. Eine Schatzkammer öffnen, wird jemand 2 Schlüssel benötigt. Das ist unmöglich. Hat er sich den Weg frei gehackt? Diese Tür hat die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt. Die kann man nicht aufbrechen. Er brauchte das Schloss nicht aufzubrechen. Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Delvin. Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus. Na los. Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht. Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen, wie die Ritze.
Rezeptschatulle des Feinschmeckers. Probiert jetzt mal euren. Bei den Acht. Es ist weg. Alles ist weg. Kommt alle rein. Tatsache, hier ist nichts mehr. Doch, 5 Karotten. Hehe. Das Gold, die Edelsteine, alles fort. Dieser Dreckskerl, ich bringe ihn um. Vex, leg das weg. Sofort. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren. Tut, was er sagt, Vex. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Schön. Wir machen es auf eure Art. Vorerst. Davin, Vex, behaltet die zersplitterte Flasche im Auge. Wenn ihr Mercer seht, sagt es mir. Ich sprich mit Brynjolf, alles klar. Bevor ihr bei der Suche nach Mercer helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Alles. Mercer hat Gallus ermordet, nicht Kalia. Gallus, Kalia und Mercer waren Nachtiger. Fangen wir mal einfach oben an. Das habe ich befürchtet. Dem letzten Eintrag in Gallus Tagebuch nachzuurteilen, war er kurz davor, Mercers Aktionen aufzudecken. Sonst noch etwas? Gallus, Kalia und Mercer waren Nachtiger. Na, erstmal, Kalia steckt hinter Goldenglanz und Honigbräu. Sie wollte Mercer vor Maven schlecht machen, was? Gerissen. Gab es sonst noch was? Gallus, Kalia und Mercer waren Nachtigallen. Was? Nachtigallen? Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen. Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen. Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Nein, das war's. Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr müsst in Mercers Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen. Er besitzt ein Haus in Rifton? Ja, ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans, nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten. Es heißt Gut Riftwald. Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten. Ein Typ namens Wald bewacht das Haus. Ich kümmere mich darum. Seid keine Sorge. Bürschchen. Das ist wirklich der letzte Ort im Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte. Findet einen Weg hinein, holt die Informationen und verschwindet wieder. Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht. Alles klar. Seid machen wir doch. So. Vorsichtig. Ich will niemanden mehr an diesen Wahnsinnigen verlieren. Wo ist Delvin? Delvin ist doch bestimmt wieder drüben reingerannt. Ich wollte eigentlich vorher mit Delvin sprechen, bevor ich mit Brynjolf rede, um dem dann schnell abzugeben. Dieser Dwemer Rätselwürfel. Naja, egal. In der keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden. Oh ja. Ach, wenn ihr wieder einmal... Das ist ganz schön was wert. Gut. Mein oh, 200 sogar. Oh. Bitte sehr. Eieiei. Das sollte ein Lächeln auf eure Lippen zaubern. Das tut es, mein lieber Delvin. So, weiter geht's im Programm. Wir müssen in dieses Haus reinkommen, was hier in Rifton ist. Na, dann schauen wir doch mal, wo ist das Haus? Was passiert da hinten überhaupt? Na, werden wir den mal ansprechen. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Was könnt ihr mir über Talos erzählen? Er ist der Bewahrer aller Völker, der Drache des Nordens, Schutzheiliger aller Nord. Und trotz der kaiserlichen... Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Tschüss. ...wird er immer einer der neuen Göttlichen bleiben. Talos möge euch leiden. So, welches... Ist das hier das Haus? Ah, da muss ich hin. Okay, wie kriege ich das auf? Ich muss das abschießen. Da ist dieser Wald, glaube ich. Was auch zu? Ey, was willst du denn? Mach mal hier auf. Kann man da auch anders hin? Was ist das? Halle der Toten. Ne, Halle der Toten ist mir egal. Kann man hierher, dahin? Steht denn da der Wald? Doch niemand. Oh.
Ja, da müssen wir ja mal gucken. Jawohl. Offen. Oh ja. Neue Stufe. Wir werden noch einmal Gesundheit machen. Definitiv. Wir werden jetzt mal gucken, Schießkunst, ob wir, wann wir irgendwas mal wieder auf 50. Du kannst doppelt so viele Pfeile von toten Körpern zurückholen, das ist super. Und mächtiger Schuss auch auf 50. Ah, Mann. Und das erst auf 60. Okay. Dann kommt, du kannst breiten Bogen schneller laufen. Meisterschuss, ja. Okay. Beim Schleichen ein bisschen was verbessern. Das war, glaube ich, das Geräusch von Rüstung verursacht weniger Laute. Ja. Aber ich möchte das stehen lassen. Na gut, Schießkunst 43. Ah, da machen wir noch zwei Level vorher. Ups. Und du löst keine Druckplattenschalter aus. Ja, machen wir auch mal. Warum nicht? Wo ist denn jetzt dieser Wald? Ist da jemand? Da oben. Oh, du hast ja oben aufgemacht. Das war schon. Ach, nö. Komm. Ach, Wald. Mach dich doch nicht lächerlich. Schlüssel zu Mercers Haus. Jetzt kann ich rein. Geh ich halt hier rein. Aha, es war an der anderen Seite verriegelt. Ach so. Ist das. Wenn ich hier gegenschieße, geht es dann runter. Nein. Warum nicht? Ist hier irgendwo ein Schalter? Weil das hier runter geht. Ja! Haha! Und die Pfeile kann ich. Doch. Hier war doch gerade Eisenpfeil. Den anderen auch noch mitnehmen? Ah, egal. Ich hab den Schlüssel, mein Freund. Ich hab den Schlüssel. So. Finde Hinweise auf Mercers Aufenthaltsort. Sind hier auch noch Gegner drinnen? Geh zur Akademie. Ja. Vater. Der da zumindest. Banditengesetzloser. Hohoho. Ho, ho. Amethystgold und Eisenpfeil kriege ich wieder. Sehr schön. Das ist noch echte Kunst. Beistelltisch. Aber hier scheint noch jemand drinne zu sein. Ganz ohne Gewalt. Wo ist er? Sich eigentlich eher langweilig an. Hier drinne? Scheinbar nicht. Truhe. 18 Gold, sehr schön. Kleiderschrank. 9 Gold. Und Geldbeutel. Kleiderschrank. 12 Gold. Nehmen wir alles mit und jetzt gehen wir mal nach unten. Gesagt, er soll einfach das Gold ausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Oh, die Bella-Statue nehmen wir mit. Wo ist der Gegner? Ach, da hinten steht er. Oh, verdammt. Jawohl. Auch das ist erledigt. Gehen wir doch mal hier reingucken erstmal, bevor wir weiter nach unten gehen. Weil wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Da. Oben? Unten? Ich sehe es nicht. Da! Okay. Okay. Was ist die Vitrine? Falsche Rückwand. Okay. Oh, okay. Da geht's bestimmt dahin, wo wir hin müssen. Das heißt, da gehe ich erst danach dran. Als die Tür aufgegangen ist, habe ich mir schon gedacht. Okay. Alles klar. Die gehen nie so weit auf. An den Eigentümer. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Ich brauch's nicht. So. Hier geht's noch in den Keller. Hier noch was Interessantes. Ja, Zaubertrank der Regeneration und Knoblauch. Noch mehr Knoblauch.
Noch mehr Knoblauch. Ja, das ist schön, dass das hier so abgehangen wird, weil das kann ich alles mitnehmen und alles dann mal gebrauchen. Schrank. Gold? Nein. Wer deponiert schon Gold? In seinem Keller. In einem Fass. Oder in einem Schrank. Naja. Weiter geht's. Jetzt geht sie runter. Ah, Salz. Sehr schön. Großer Sack. Das ist ein ganz schön großes Haus, was er hier hat. Hier könnten noch Gegner sein. Haha, kann ich drauflaufen? Passiert nicht. Ich kann die Truhe von hier durchsuchen. Alles klar, perfekt. Oh, passiert da nichts, wenn ich da drüber laufe? Ist doch schade, Mercer. Gut, dass ich das ausgerüstet habe. Wusste ich selber nicht, dass hier so viele Fallen liegen, aber das hätte man beim Mercer sich denken können. Ja. Erstmal hier rein. Salz. Ja, ja, komm schon. Perfekt. Bin schon durch. Nochmal ein Sack, aber auch nichts Bewegendes drinne. Hier scheint kein Gegner zu sein. Ja, gut, damit hätte ich rechnen können. Naja, das hat mir jetzt nicht so viel Schaden gemacht, sag ich mal. Begräbnisurne. Die rote Küche, das hat mein Schleichen nochmal verbessert. Sehr schön. Bringt das Buch auch was? Nein. Ups. Vielen Dank. Mercer wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet, aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie ihr an den Wachen vorbeigeschlüpft seid oder vorbeischlüpfen, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Das nehmen wir mal mit. R. Wer auch immer R ist. Na, gucken wir erstmal hier durch. Ah, nehmen wir mal mit. Komm. Teure Bücher sind hier jetzt nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt Büste des Grauen Fuchses. Ah, wieder was für Delvin. Sehr schön, sehr schön. Oh. Goldene Halskette, Diamant, Granatstein, makelloser Granatstein. Einen normalen goldenen Ring brauchen wir nicht. Aber not bad. Und Mercers Pläne. Die soll ich jetzt zu Brynjolf bringen. Kein Problem, das mache ich. Komm ich hier weiter. Rattenweg, Gewölbe. Rattenweg? Aha, der Rattenweg hat eine direkte Verbindung zur zersplitterten Flasche. Also gibt es eine direkte Verbindung von der Diebesgilde? Ach, zu der Tür. Zu Mercers Haus. Gut, Delvin ist doch bestimmt hier irgendwo. Dann kann ich nämlich noch was geben. Lange Worte. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Sehr schön. Wenn ihr wieder einen. Ja, das muss von den Text kennen wir schon. Stammen. Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. So, klar, das haben wir jetzt noch abgegeben. Ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Das nächste Mal werden wir mit Brynjolf sprechen und mal sehen, was dann passieren wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nein, macht am besten nichts. Das passt dann schon. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und ciao.